Durch die Kellerfenster fiel das Licht in Streifen. Kein Schatten störte die Lichtkegel dabei, wie sie langsam und unaufhaltsam über den Zementboden krochen. Sie wurden breiter und schmaler, heller, noch heller, dann dunkler, bis sie schließlich vom Abendlicht erstickt wurden und nichts als eine feuchte Schwärze zurückließen. Nummer 156 hatte lange versucht, sich die Zahl zu merken. Wie oft war das Licht schon verschluckt und wieder ausgespuckt worden, seit sie hier war? Irgendwann, es musste zwischen dem 9. und dem 10. Tag gewesen sein, war sie unsicher geworden. Inzwischen nickte sie immer wieder ein, sodass sie nach und nach jedes Gefühl für die Welt außerhalb des quadratischen Raumes verloren hatte. Oft schreckte sie nur noch hoch, wenn Mali ihr etwas zu essen brachte oder die Karaffe mit Wasser auffüllte oder den Zinkeimer leerte, der seit Wochen schon neben ihr stand und stank. Er brachte ihr nie zu essen. Er ließ immer auf sich warten, ließ sie immer allein mit der Furcht, von ihm vergessen zu werden. Hin und wieder kam er zu ihr in den Keller und schlug und fickte sie in eine der kleinen Ritzen im Zementboden. Manchmal waren es auch andere, Frauen und Männer, denen er Einlass gewährte, denen er sie präsentierte wie das abgezogene Fell eines selbsterlegten Tigers. Sie sprachen kein Wort, weder mit Nummer 156 noch untereinander. Stattdessen nur das keuchende Atmen, wenn die Luft in hitzigen, feuchten Wolken aus ihren Dampfmaschinenmäulern quoll. Das Pfeifen des Stockes in der Luft oder das ungedämpfte Klatschen, wenn etwas oder jemand auf ihre Haut traf. Nachdem sie von ihr abgelassen hatten, die Augen aufgerissen, dann geschlossen und beinahe angewidert abgewendet von ihrem Rest, kam Mali und kratzte sie mit spitzen Fingern aus ihrer Ritze heraus, gab ihr etwas zu trinken und sprach zu ihr, ohne dass ein Laut über ihre schmalen, aufgerissenen Lippen ging. Manchmal konnte Nummer 156 nicht umhin, in einem solchen Moment zu lächeln. Zu groß die Dankbarkeit, zu unwichtig der Schmerz. Sie hoffte, Mali sah es nicht. An einem Tag waren Nummer 156 Schwimmhäute zwischen den langen, hageren Fingern gewachsen. Sie war schon seit Tagen allein in ihrem Raum, allein mit sich. Das war zu einer Zeit, in der gerade kein Licht durch das Fenster fiel. Aber ertasten konnte sie die feinen Häute, so zart und dünn und weich. Noch während sie sich vorstellte, durch ein Meer zu schwimmen, glatt wie ein frisch gebügeltes Bettlaken, ohne auch nur die vage Idee einer Brandung, musste sie eingeschlafen sein. Als sie am nächsten oder übernächsten Tag erwachte, waren die Häute fort. Er kam und half ihr auf die Beine. Wortlos führte er sie nach oben in sein schiefes Haus, badete sie, wusch ihr das Haar, trocknete sie ab, kämmte sie, zog sie an wie eine Puppe, gab ihr eine Umhängetasche, die ihr bekannt vorkam, aber irgendwie auch nicht. Er sah ihr nicht in die Augen, führte sie zur Tür und schob sie hinaus. Nummer 156 heißt heute anders. Sie geht zum Schlafen manchmal in den Keller, der so anders ist. Sie legt sich vor das Regal mit dem eingemachten Obst, in dem auch eine Kiste liegt mit ihren alten Heften aus der Schule und eine mit Briefen. Sie rollt sich zusammen, verschränkt die Arme und verschläft ihre Einsamkeit in einer tiefen Nostalgie. Wenn sie nach solchen Nächten aufwacht, noch im Halbschlaf und mit wirren Gedanken, stellt sie sich manchmal vor, wie es wohl wäre, in der obersten Schublade des alten Sekretärs zu wohnen, der ihr gegenüber an der Wand steht, unter dem Fenster, durch das das Licht in breiten Streifen auf die Tischplatte fällt und in einem seltsamen Winkel auf den Zementboden knickt.